Ooit draaide het in Lüneburg allemaal om het winnen van zout. Veel plekken in het centrum herinneren hier nog steeds aan, maar de stad herbergt nog veel meer bijzondere verhalen. Deze local vertelt je maar al te graag over de historie en hoogtepunten. Luister je mee? Hallo, mijn naam is Klaus Niklas. Ich bin aus Lüneburg und ich bin in dieser wunderschönen Stadt Gästeführer und bin gekleidet wie ein Nachtwächter. Und wenn ich der Nachtwächter bin, dann heiße ich Klaus. Die Nachtwächter in Lüneburg hatten eine ganz wichtige Aufgabe, denn der Brandschutz ist eines der großen Themen in unserer Stadt. Hintergrund: die Salzfabrik. Wir haben eine Siedesalzfabrik. In 216 Pfannen wird salzhaltiges Grundwasser versiedet, das heißt 216 Feuerstellen. Während eines Rundgangs mit dem Nachtwächter erfährt man nicht nur etwas über die Stadtgeschichte. Das ist natürlich etwas Besonderes in unserer Stadt. Die Geschichte ist reich in Lüneburg. Man erfährt auch etwas über das Leben der Leute. Und so haben wir als Nachtwächter die Möglichkeit, den Menschen, die uns besuchen, unsere Stadtgeschichte und auch diese Zeit, dieses 16. Jahrhundert, sehr lebendig näher zu bringen. Und das ist immer ein großer Spaß. Der Nachtwächter in Lüneburg ist berühmt für seinen Gesang, ich vielleicht eher berüchtigt. Und dieser Gesang ist sehr wichtig, weil es geht darum, dass die Menschen hören, der Nachtwächter ist unterwegs. Und wenn man ihn singen hört, weiß man, man ist gut beschützt in der Nacht. Menschen wachen kann nicht nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Das Lüneburger Rathaus ist für mich das bedeutendste Gebäude und das will ja etwas heißen, weil es hier sehr viele gut erhaltene Gebäude gibt. Dadurch, dass die Nachtwächter gut aufgepasst haben, existieren auch heute noch etwa 1400 Baudenkmäler im innerstädtischen Bereich. Sie haben Gotik, sie haben Renaissance, sie haben Barock in Originalräumen. Man kann den ganzen Sommer hier verbringen am Stintmarkt. Die Einheimischen treffen die Touristen. Es ist sehr, sehr lebendig. Es ist ein studentisches Leben, was man hier erfahren kann. Es ist eine Stadt mit lebendiger Geschichte und freundlichen Menschen. Beides zusammen ist einfach unschlagbar.